Hallo zusammen, wieder mal hier auf dem Lange-Kanal. Gestern war ein Kunde hier im Laden, der hatte die Frage, wie befestige ich Riemen bei Konzert- oder Marschbecken? Und deshalb möchte ich das heute euch zeigen in diesem Video. Vorab noch eine Frage: Was sind die Themen, die euch interessieren? Was sollen wir aufgreifen? Was für Videos sollen wir für euch machen? Schreibt es einfach in die Kommentare, dann machen wir das gerne für euch. Und jetzt geht es auch schon los. So, da sind wir wieder. Hier könnt ihr dann das Becken sehen. Hier ist der Riemen. Das sind dann vier so Enden dran. Die müssen jetzt als allererstes hier durch das Loch durch. Wenn ihr habt, natürlich so ein Filz oder ein Leder, muss es erst da durch und dann ins Becken rein. Das machen wir jetzt mal schnell. Dreimal das Becken um. Dann haben wir hier die besagten vier Enden. Dann machen wir dann quasi wie so eine Uhr. 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr. Dann klappen wir 12 und 6 Uhr einmal so rüber. Dann hat man und hält die. Dann hat man hier einmal den Bogen und hier das Ende oder beim anderen genau die Gegenseite. Dann gehe ich mit einem Riemen über den 12 Uhr quasi, mit dem 3 Uhr über den 12 Uhr und unter den 6 Uhr. Und mit der anderen Seite genau dasselbe, quasi mit dem 9 Uhr über den 6 Uhr und unter den 12 Uhr. So, dann sieht das Ganze so aus. Dann muss man das einfach nur noch festziehen. Da kann man dann auch die Länge des Riemens, der dann quasi, wo die Hand reinkommt, ein bisschen justieren. Sollte dann so ausschauen. Und wie gesagt, das zieht man jetzt nur noch fest und das war es dann eigentlich schon. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht es relativ schnell. Da kann man dann auch von der anderen Seite mal ziehen und schon ist es fest. Genau, so sollte das dann aussehen. Wenn es noch Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten bis bald wieder. Ciao, macht's gut.